hättest dir Gefallen getan. Wenn gestorben wärst, als hattest Chance, Kroschka. Toll. Wo gehen Sie hin? Wenn du laufen kannst, geh! Ärger kommt selten allein. Klar. Zu Befehl, Rasputin. Ich werde mich verpissen. Aber ich ging nicht. Ich konnte nicht. Wo sollte ich denn hin? Also kamen wir zu einer Übereinkunft. Er würde es mit mir aushalten, solange ich meinen Teil beitrage. Und das war der beschissene Anfang von 6 langen Monaten. Es sind jetzt 8 Wochen, seit ich von Claire getrennt wurde. Der alte Mann hat mich aus der Ruine gezogen und mich aufgepäppelt. Und der Armreif? Meiner hat nie die Farbe gewechselt. Und ich habe mich nie in eines dieser Dinger verwandelt. Ich Glückspilz, was? Sobald ich wieder auf den Beinen war, sollte ich dem Alten beim Jagen helfen. Kurz gesagt, ich muss mein Essen selbst töten. Hausordnung. Kannst du mit Pistole? Mehr oder weniger. Gut, du sammelst selbst Munition. Hast keine mehr, nicht mein Problem. Ich verstehe schon. Ich werde keine Last sein. Und damit heiße ich euch willkommen zum Start der Extra-Episode. Die Prüfung. Rationanzeige. In dieser Episode brauchen Sie Rationen, um einen Abschnitt noch einmal zu versuchen. Rationen erhalten Sie, indem Sie Tiere erjagen. Wenn Sie nicht genug Rationen haben, um einen Abschnitt neu zu starten, wird das Spiel Game Over. Ihre Speicherdaten für diese Episode werden dann gelöscht. Okay. Wenn Jagd ist vorbei, du gehst zu Sägemühleneingang tief in Wald. Das große Tor. Ich kenne es. Ist sehr wichtig, dass du ankommst, ehe Sonne untergeht. Sonst Monster haben Kroschka zum Abendbrot. Lecker, lecker, lecker. Na, danke, dass Sie mir den Appetit verderben. Ach so, ist auch noch zeitgesteuert. Ja, klar. Schulden sind schön, wenn zurückgezahlt. Ja, gehen wir jagen, ehe sie an Altersschwäche sterben. Aber ich muss jetzt keine Ratten jagen oder so, ne? Ist auch mal interessant, sie zu steuern. Und zwar so, wie man das vorher mit Claire und Barry gemacht hat. Oh, hier ist noch... Nett, das nimmt man doch gerne. Nein, nicht wegrennen. Ach, Mann, no! Eine schlechte Jägerin, stelle ich fest. Das ist bestimmt, weil der andere die einfach verscheucht hat. Ah, guck mal da. Bleib. Brav. Ich weiß, dass ich essen muss, aber armes Tier. Du gewöhnst dich dran. Ja, muss man, leider. So, Hasenfleisch haben wir. Scheiße, ich hasse Pistolen. Weniger meckern, mehr arbeiten. Du solltest Mund auswaschen mit Seife. Okay, Barry. Ich hätte aber gerne, anstatt eine normale Pistole, irgendwie Pfeil und Bogen zu jagen, ehrlich gesagt. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch 4 mal Rationen. So viel ist klar. Da hinten sind noch ein paar Häschen. Die treffe ich von hier aus nicht. Bin auch nicht so sonderlich gut im Jagen, das kann ich euch direkt sagen. Ha, zwei Kaninchen direkt erwischt. Aber ich bin mal gespannt. Also jetzt erfahren wir so ein bisschen, was Moira in der Zeit gemacht hat, während Claire gerettet worden ist und Barry hierher kam. Ich bin mal sehr, sehr, sehr gespannt.
So, Pistolmunition. Aber ich habe das doch aufgenommen von denen, ne? Warum wurde mir das denn nicht oben hinzugefügt? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber hier ist doch nichts mehr, ne? Nee, ich habe das mitgenommen. Einmal. Ist da noch irgendeins? Nein, ich glaube nicht mehr. Die sind weg. Ach, jetzt. Ach du meine Güte, muss man viel jagen. Och, ich bin ja sehr gut darin. Ich sagte ja, ich bin sehr gut im Jagen. Oh, hier ist noch ein Häschen. Oh, wie süß. Oh, mein Gott! Was soll denn der Scheiß? Oh ja, gibt auch. Du kannst diese Insekten essen, wenn du Insekten gut durchkochst. Ich glaube, das ist eine super Idee, die ich nicht ausprobieren werde. Dann suche Essen, du magst. Schlange, Ratte, Hase. Vielleicht findest du einen Hamburger. Ich mag den Typen, der ist lustig. Der hat genau so einen schönen, trockenen Humor. Aber Ratten hätte ich auch also erlegen können. Scheinbar. Ich dachte, da würde irgendwas sitzen. Hey, hey, ich hab dich gesehen. Da bist du. Das kann ich nicht weiß. Essen. Lassen Sie mich sie erschießen oder wollen Sie sich erst beschweren? Warum kann ich die nicht essen, aber diese komischen Insektenviecher? Mann, ich muss mich konzentrieren. Wie hat Claire nochmal ihre Waffe gehalten? Ganz normal, wie du das auch tust. Das wollte ich nur mal erwähnt haben. Kann ich hier hin? Ach, ich kann da runter, aber ich will da noch nicht runter. Ich möchte gerne noch vorher hier rein. Ah. Ich muss mal gucken, ob ich Ratten auch erschieße. Ja, kann ich tatsächlich erschießen. Wow, das ist eine Schlange. Oh, die hat, ich dachte, das wäre ein Seil oder so. Na, der, ich glaube, der ist tot. Hier noch ein paar Sachen. Und was haben wir hier? Achso, eh. Notiz eines Geflohenen. Ich kann es gar nicht glauben. Ich habe es lebend daraus geschafft. Zwar nicht unbedingt in einem Stück, aber lebend. Ich kann immer noch gar nicht begreifen, was da vor sich ging. All dieser Aufwand, nur um Angst zu machen und mit uns zu spielen. Es war Wahnsinn. Ich habe ein paar Menschen im Wald getroffen, aber sie haben mir nicht geglaubt. Ich muss sagen, dass ich ihnen nicht unbedingt Vorwürfe machen kann. Ich hätte mir auch nicht geglaubt. Wer würde sich schließlich gegen sie auflehnen? Sie, die uns alle gerettet hat. Ich kann das nicht alleine tun. Ich bin zum Funkturm gegangen, habe versucht, nach Hilfe zu rufen, konnte aber kein Signal rausbekommen. Wir sind ganz alleine hier draußen. Aber wenn wir keine Nachricht nach draußen schicken können, ist das unser Ende. Rettung, dass ich nicht lache. Sie ist der Teufel persönlich. Jo. Was wollte ich sagen? Irgendwas wollte ich sagen. Ich weiß nicht mal was. Erstmal, ich finde ihr Outfit auch echt gut. Das könnte ich auch in der Hauptkampagne mittlerweile auswählen, habe ich festgestellt. Und... ich höre da einen Hund. Also, Schweinehunde, ne? Das sind die Haustiere vom Schweinebärmann. Wer den Schweinebärmann nicht kennt, hat eine South Park-Folge definitiv verpasst. Oder guckt, der ist gar kein Zopf. Oh, ich sehe da schon einen Typen. Also Schwierigkeitsstufe wollte ich gerade noch erwähnen, stimmt. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Und zwar gab es nur zwei zur Auswahl. Einmal überleben
und einfach. Das war mir Überleben zu überlebensmäßig, war. Da stand, dass es wäre eine harte Herausforderung und etc. pp., keine Ahnung. Dachte ich mir auch, ja komm, dann nimmst du einfach, ne? Ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, so zum Kennenlernen. Achso, hier komme ich gar nicht durch. Ach, hier bin ich damals mit der Kleinen durch, ne? So, ich brauche noch ein bisschen Nahrung. Ich habe mal gewusst, dass ich Rattenfleisch mitnehmen kann. So, was haben wir hier? Ich habe eine Kiste mit einem grünen Kraut. Ich habe voll viele grüne Kräuter. Eine Ratte. Tut mir leid, Ratte. Aber das ist mir schon aufgefallen. Gutes Mädchen, wir können hier weiterjagen. Oh, genau. Ich muss nur eben ein gutes Mädchenkleid anheben, damit es sauber bleibt. Wenn's nicht ist, geh zu Tor. Ja, Sir. Die haben mich noch nicht bemerkt. Das ist ganz gut. Ich möchte noch rein. Vor allem die Gegend hier, die kennen wir ja. Weil wir hier mit Barry und Natalia waren. So. Die haben uns wahrscheinlich deswegen noch nicht angegriffen, weil wir halt noch nicht unten waren. Ich sag's euch. So, explosive Flasche. Dann haben wir da was zum Aufheben, da was zum Aufheben. Dann grünes Kraut, stimmt. Ich finde es mal cool, dass wir mit Moira spielen. Zwar gibt es noch einen sogenannten Raid-Modus, wo wir sie auch auswählen können, um mit ihr zu spielen. Aber das ist ja doch nochmal was ganz anderes, wenn man einen Raid-Modus spielt, wo man eigentlich nur irgendwelche Level durchgeht. Gegner besiegt und Dinge sammelt. Naja, Dinge. Dinge ist auch zu viel gesagt. So. Ich brauche aber noch genug Essen. Ich habe noch nicht genug für das nächste. Mir fehlt noch ein bisschen. Aber ich sehe auch nichts, was ich irgendwie holen könnte. Oh! So viel dazu. Ist aber nett von denen. Die haben sich Sorgen gemacht, dass ich es vielleicht nicht schaffen könnte. So, das habe ich jetzt auf jeden Fall genug. Oh, hallo! Ne, warte mal. Den Move haben wir ja schließlich drauf. Ich möchte mich noch gerne umsehen. Weil noch haben wir die Zeit. Und da wir die noch haben, kann ich mich immer noch nach Sachen umsehen. Items. Und hätte ich das nicht gemacht, hätte ich Munition und die Brandflasche nicht gekriegt. Und dann noch eine explosive Flasche. Und noch eine Kiste. Kroschka, Sonne wird bald untergehen. Geh in Richtung. Oh mein Gott! Ja, 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 ja. Sonne wird bald untergehen. Weiß, dass Sonne bald untergehen wird. Ich habe noch eine Minute. Aber hier kann ich nichts anschalten oder sonstiges. Also ich hoffe, dass ich da jetzt einfach hin kann. Wenn nicht, wäre das dezent doof. Geh da runter. So. Ich habe alles. Wir haben, was wir brauchen. Können wir Feierabend machen? Okay. Das sollte genug Essen sein. Gott sei Dank. Ich muss mich hinlegen. Hinlegen? Wir früh fertig. Also hilfst du mir schneiden Fleisch. Wow! Lehrreich! Ich dachte, das war's. Ich könnte es keine Minute mehr aushalten, von so einem Besserwisser herumkommandiert zu werden. Warum suchten wir keinen Weg von der Insel? Nicht, sagte er. Kein Zweck. Schau Realität ins Auge. Sein Haus. Seine Regeln. Aber ich wollte die Hoffnung nicht aufgeben. Noch nicht. Ich dachte nur noch an eins.
In Wirklichkeit dachte ich nur noch an meinen Dad. Jene Nacht träumte ich von Barrys Sterbebett. Er sah echt traurig aus. Niemand war bei ihm. Niemand zum Nörgeln. Er hatte kein Feuer mehr. Als ich aufwachte, merkte ich, dass ich geweint hatte. Dann kam der Tag, als ich echt Scheiße baute. Ich musste dem Alten versprechen, nachts nicht rauszugehen. Aber am Tag jagten wir nur. Ich wollte nur einen Weg nach Hause finden. Aber ich habe diese Freaks genau zu unserer Haustür geführt. Und dann ging die Scheiße richtig den Bach runter. Und damit willkommen zurück. Du bringst sie her. Du machst sie wieder weg. Tut mir leid. Helfen Sie mir doch. Ich sollte dich wegmachen. Nett, der Typ. Aber er hat ja nun mal recht, ne? Kommt die jetzt angerannt oder nicht? Da kommt ja schon der Erste. Und wie gesagt, ich heiße euch willkommen zurück zu einem... Oh mein Gott, wo kamst du her? Ah, die kommen von oben. Oh, hallo. Also ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Resident Evil Revelation 2 mit der Extra-Episode, in der wir Moira spielen. Und gerade haben wir unsere Ruhe, aber da hinten kommt schon der Nächste. Hat das noch gereicht? Nein, natürlich nicht. What? Aua. Aua, ich blute. Keine Kugeln, Groschka. Würde sie umbringen, mir welche abzugeben? Sie hat genug. Ich mache dies schon lange Zeit. Mehr Erfahrung, mehr Kugeln. Mehr Kugeln, meinen Sie? Ja, klar. Upsa, das wollte ich gar nicht. Auch die ja. Huh. Sollte vielleicht, wenn ich schon... Huh. Was höre ich hier? Oh, die macht auch so eine Move. Ah. Einmal, noch einmal, noch einmal. Vier Stück verbleiben noch. Nein, verkehrte Taste. Die da Taste. So, und nun? Sind wir jetzt sicher? Jetzt, es kommen noch mehr. Wir müssen bewegen, während wir Chance haben. Okay. Wir müssen uns bewegen, während wir die Chance dazu haben. Deswegen gibt es ja hier auch irgendwelche Sachen hoch. Ey, da unten ich waren noch Kisten. Hinten Waffe versteckt. Riskant, aber wir müssen sie holen. In dieser Gasse werden wir nicht lange durchhalten. Richtig. Also schnell rein, schnell raus. Schnell rein und schnell raus. Ja, super. So, komm, Freundchen. War noch genau bei mir. Das war natürlich so nicht geplant. Warte. Das gebe ich mal dem Typen komplett. Vielleicht kommt er ja auf die Idee. Oh, ich könnte es ja mal heilen. Und das kombiniere ich mal gerade. Das hatte ich ja vorhin gar nicht mehr die Zeit dafür. Nein. Mano. Ich habe eine sehr gute Trefferquote, muss ich sagen. Oh, hier ist ja gar nichts. Da ist der Typ. Hab ich noch? Eine Brandbombe. Oh, der ist auch schon erledigt. Einfach ist echt einfach. Im Vergleich zu mancher Stelle vorher. Da hinten ist noch ein Typ. Thank you.
ich dafür jetzt Munition verschwenden musste, aber so ist das nun mal. Ah, hallo der Herr. Jetzt schnell hin. Achso, der ist ja schon erledigt. Da ist auf jeden Fall noch eine Kiste. Da hinten sind auch noch Kisten. Und da ist ein Typ. Ich hab's geahnt. Da war ein Typ. Ach, das ist die Waffe. Hast du meine Spezialwaffe? Benutze sie weise. Was ist das für eine Waffe? Dass ich sie weise benutzen soll. So eine ganz normale Schrot. Leider nicht. Aber irgendwie muss man doch auch noch mal nach unten kommen. Oh, guck mal, das habe ich ja noch gar nicht kaputt gemacht. Fällt mir mal gerade auf. Nein, das wollte ich doch überhaupt nicht. Och, jetzt hör doch mal auf damit. Toll. Ich kann die Kiste nicht kaputt machen. Also die Waffe wechselt. Und da hinten kommt. Scheiße, da sind mehr unter uns! Schalten Sie aus! Schneiden! Oh! Sie kommen von beiden Seiten! Weniger rennen, mehr aufpassen! Ah, na komm. Eigentlich nur die Sachen hier so ein bisschen einsammeln. Oh. Nein, 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 schnell, schnell, schnell. Oh, der ist schon erledigt. Das heißt ja schon, ne? Ist doch schön, dass er schon erledigt ist. Da komme ich nicht hoch, schade. Oh, verdammt! Dass ihr so lange braucht zum Nachladen. Kann ich das auch kaputt machen darüber? Nein, natürlich nicht. Komm. Perfekt. Oh fuck. Oh nein, ernsthaft. Noch eine Brandbombe. Ernsthaft. Nein, 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 nein. 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 Nutzen. Oh, fuck. Noch nicht. Bleib wachsam. Na, dann sollte er besser zum Mitnehmen bestellen. Kommen Sie. Komm vom, wo kommen Sie? Ich habe sie gehört, aber ich sehe keinen. Ach, da sind sie ja. Da sind die nächsten. Oh, hallo.
erledigt. Nee, nicht noch irgendwas, was ich... Ach. Achso, ich kann da hoch. Achso. Geht das denn nicht? Ist der andere auch erledigt? Oh, hochsa. Ich hätte beinahe ignoriert. Das geht echt nicht kaputt. Fast geschafft. Fast geschafft. 8 Stück verbleiben noch. Das geht aber. Hoffe ich. Nein. Ich hör's. Upsa. Genau, mach die mal kaputt. Oh nein, jetzt. Ausgerechnet, jetzt musst du nachladen. Was soll der Scheiß? Oh ja, klar, von dort auch noch. Nein! Aua! Nein! Ich krieg's natürlich genau ab, weil ich direkt davor stehe. Hoch mit dir, hoch mit dir. Der ist erledigt. Och. Weißt du, da versuchst du die so auszuwählen. Ist er erledigt? Nein, ist er noch nicht. Jetzt aber. Gott sei Dank. Ich glaube, es ist vorbei. Was dabei gedacht? Wie ist alles kaputt machen, wofür wir arbeiten? Du gehst niemals nach Hause. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Der alte Mann war angepisst. Zu Recht. Ich habe uns fast um unseren Unterschlupf gebracht. Er sagte mir, ich solle den Tatsachen ins Auge sehen. Mich aufs Überleben konzentrieren. Ich hätte auf ihn hören sollen. Ich habe mir geschworen, mich zu bessern. Härter zu arbeiten. Solange die Insel stärker als ich war, würde es kein Entkommen geben.